hier ist Christoph von TapTech.de mit dem LG Optimus Pad LTE. Vorübergehend nur verfügbar. In Korea wird es wahrscheinlich auch dabei bleiben, so was ich jetzt im Gespräch mitbekommen habe. Genaue Bestätigung bekommt es dafür nicht. Ich sag mal, wenn es nicht kommt, ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Schauen wir einfach mal ins Gerät herum. Wir haben hier ein 8,9 Zoll Display mit HD IPS Technologie. Das Ganze ist dann 8, relativ dick. Fühlt sich auch nicht wertig an, ehrlich gesagt. Ist hier so, ja, einfach gerippeltes Plastik. Von der Haptik her haben wir wesentlich Besseres gesehen. Hier mit einer Kamera auf der 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite mit LED-Blitz. Ansonsten hier dürften die Anschlüsse für die SIM-Line bzw. für 8,3 Micro-SD. Ja, hier ist ein Micro-SD-Slot. Ja, das Ganze, ja, wertig kann man da nicht sagen. Ansonsten hier ein Audio-Jack. Hier ist noch ein Port. Ja, keine Ahnung. Und hier der On-Off-Button. Ansonsten auf der Oberseite haben wir lauter leise sowie Mikrofon. Und hier haben wir ansonsten nichts mehr, außer diese kuriosen, was auch immer das ist. Hier noch ein Lautsprecher und ansonsten der Screen läuft momentan mit Android Honeycomb, ja, Version 3.2. Sie konnte auch nicht sagen, ob das ein Update erhält auf Android Ice Cream Sandwich. Jetzt müssen wir hier noch den Button finden. Ihr seht, hier läuft auch nicht ganz so toll. Trotz des 1,5 GHz Prozessors, Dual-Core versteht sich. Ein bisschen angepasste Oberfläche. Ja, schauen wir mal vielleicht in die Galerie. Ein paar Games sind vorinstalliert. Screen Captures. Das funktioniert hier nett. Ich stelle mal in Frage, ob das wirklich nach Europa kommt. Ich denke nicht. Wenn es kommt, dann müsste es schon sehr günstig sein, was man da hier geboten bekommt, sage ich mal, im Vergleich zu anderen mit der Haptik und so weiter. Das war's mit dem LG Optimus Pad LTE. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.